Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, und schon bin ich wieder da, euer Uwe. So, und weiter geht's mit hier unserer Renovierung meiner kleinen neuen Hütte. Und hier seht ihr mal, wir haben gestern Abend noch kurz schnell eingeräumt. Man muss ja auch ein bisschen gemütlich wohnen, gestrichen ist alles. Und heute geht's weiter. Jetzt geht man vor die Tür und da steht der Sascha schon, der macht die Duschkabine fertig fürs Bad, damit das Wasser nicht so komplett durch das ganze Bad gespritzt wird, wenn der dicke Uwe duschen geht. Ja. Und jetzt nicht lachen, ich passe da schon in die Duschkabine rein. Also es ist nicht so, dass ich da durch diese Lücke nicht reinpasse, das funktioniert schon. Ja. So, hier ist das Bad und da wird gerade die Duschkabine installiert. So. Und so geht es Stück für Stück. Heute machen wir noch hier in die Ecke da eine Arbeitsplatte hin. Da kommt also meine ganze Streaming-Geschichte in die Ecke hier. Und dann hinten in die Ecke, der Tisch wird dann weggeräumt. Da kommt noch eine Arbeitsplatte, damit da die Kaffeemaschine nicht auf dem Tisch stehen muss, sondern da geht die Arbeitsplatte dann weiter. Und so sind wir dann gut zu Gange. Dann kommen noch so ein paar Rollos dran und alles Mögliche. So, aber heute, neben diesem kleinen Update hier zwecks Innenausbau, heute geht es darum, dass ich ja sagte, dass dieser große Baum hier, den wir hier haben, da im Hintergrund seht ihr ihn, der ist tot. Ja, der ist braun, der ist abgestorben, aber heute wird der große Baum abgesägt und da sind die Herrschaften jetzt gerade gekommen und gerade gekommen ist gut, ist 8.48 Uhr und jetzt geht es gleich los, da wird fleißig gesägt und wie das aussieht, das zeige ich euch heute in diesem kleinen Video. Viel Spaß! Jetzt geht's los, ihr hört die Sägen schon, da sind drei Leute von der Gärtnerei speziell. Und die haben drei Motorsägen und Geschirr zum Hochklettern am Baum. Und da geht es jetzt los. Das wird einen Moment dauern, bis das ganze Teil dann da weggesägt ist. So, schauen wir mal, wie das Ganze dann aussieht. Thank you.
So, wenn ihr mal hinter mich guckt, der Baum ist weg. Und ihr habt ja eine ganze Reihe Video gesehen, wo er abgesägt wurde, wo er abgehackt wurde. Zwischendurch musste ich mal so ein bisschen abbrechen, da war ich dann auch unterwegs, um andere Dinge zu tun. Und da ist der Baum dann natürlich komplett abgeholzt worden. Was ihr jetzt natürlich seht, ist das ganze Holz. Das liegt da rum. Wir gehen auch noch mal jetzt auf die andere Seite. Und das wird natürlich verwandt, wird klein gemacht, wird verwandt als Brennholz. Das ist natürlich ideal. Ist auch schon schön trocken. Also der Baum war natürlich komplett trocken. Und das ist sehr gefährlich, wenn ein starker Wind kommt, dann bricht er ab. Und so, hier haben wir natürlich noch den ganzen Holzkram. Und da seht ihr den großen Stumpf. Und ihr seht auch hinten die Hütte. Auf das Dach ist er auch drauf gefallen. Und da war es hinüber. Ja. Da war die kleine Hütte war hinüber, aber ist egal, muss eh weg. Und von daher passt das dann mal ganz gut. So, aber ist natürlich jetzt wieder komplett, komplett frei, freie Fläche. Und das ist natürlich auch wieder wunderschön für die nächste Phase, die dann da wieder gebaut wird. So ist es. So. Und weiter geht die wilde Jagd. Wir haben also auch drin bei uns ein bisschen weiter gemacht. Es ist fertig gestrichen, es ist eingeräumt. Und jetzt geht es so an die Details. Bad müssen wir noch ein bisschen warten. Duschkabine wurde eingesetzt, abgedichtet. Und ja, in der Küche haben wir noch ein paar Arbeitsplatten gemacht. Und eine Platte, wo ich also dann noch da mein Streaming-Equipment draufsetzen kann. Das ist also alles dann fertig. Und ja, hier habt ihr so eine kleine Runde jetzt, wie es jetzt momentan aussieht. Jawohl. Und da sind wir soweit für heute. Gut, ihr Lieben, habt ihr mal wieder gesehen für den heutigen Tag. Und ja, schauen wir mal, was es morgen gibt. Da gibt es bestimmt wieder was Neues. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Uwe.